Hallo und herzlich willkommen zum gut kultivierten Ackerbau hier auf RCD2 Germany und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Newsflash. Mein Name ist MCE und ich werde mit euch heute die folgenden Themen besprechen. Zum einen schauen wir uns an die Preiserhöhung im Phantasialand. Des Weiteren viele Sachen aus dem Heidepark. Dort haben wir nämlich zum einen die neue Merlin-Jahreskarte, zum anderen den neuen Heidepark Express-Butler und eine kleine Sache, die wir später besprechen, im Hotel Port Royal. Außerdem werden wir uns den XXL Tuber Day 2014 im Moviepark anschauen. Wie ihr seht, wir haben ein neues Intro und dafür geht ein herzlicher Dank an ExoRides, der uns das ohne irgendwie Vorankündigung einfach dieses neue Intro gemacht hat und geschickt hat. Finden wir sehr geil. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dankeschön. Aber machen wir mal Butter bei die Fische. Wir schauen uns jetzt mal das Phantasialand an. Das Phantasialand ist deutschlandweit einer der teuren Freizeitparks. Es ist nicht der teuerste, dafür ist das Legoland immer noch viel zu teuer, aber es ist einer der teuersten. Wir haben letztes Jahr, als wir da waren, beziehungsweise ich nicht, weil, aber egal, wir haben letztes Jahr, als wir da waren, theoretisch 39,50 € bezahlt. Das war im September, also relativ spät schon im Jahr. Und eigentlich in der Annahme, weil während der Saison der Preis erhöht wurde um 1 €, dass Chiapas fahren wird, wie angekündigt. War aber nicht so. Chiapas fährt erst dieses Jahr. So. Und dieses Jahr weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich ins Phantasialand gehen werde. Und warum? Nun ja. Sie haben den Eintrittspreis erneut erhöht. Und nicht um 1 € oder um 2 €, nein, um 5,50 €. Das ist eine Preiserhöhung von über 10% im Vergleich zum Vorjahr. Und was ist neu? Ja gut, nichts ist neu. Chiapas war für 2013 angekündigt. Der Preis für 2013 wurde erhöht aufgrund von Chiapas. Chiapas hat aber nicht aufgemacht. Und jetzt, wo Chiapas aufmacht, sollen wir nochmal fast 6 € mehr bezahlen. Ich weiß, also, gut. Einen genauen Grund, eine Erklärung, warum die Preise erhöht wurden, hat das Phantasialand nicht abgegeben. Auf eine Rückfrage der Website parkerlebnis.de kam folgende Antwort aus der Pressestelle. Zu Ihrer Anfrage möchten wir Ihnen lediglich mitteilen, dass ein Qualitätsprodukt wie das Phantasialand seine Preise grundsätzlich nicht rechtfertigt. Na gut, es ist ja schön, dass das Phantasialand nicht so wirklich mit Kritik umgehen kann. Das wissen wir alle schon länger. Dass Leuten Jahreskarten entzogen werden, weil sie Kritik am Park äußern, das wissen wir schon länger. Dass man versucht hat, mir Parkverbot auszulegen, weil ich einen Beschwerdebrief ans Phantasialand geschickt habe, das weiß ich auch schon länger. Gut, wenn es sich Phantasialand sich dazu nicht äußern will, dann ist es eine Sache. Aber ich finde, eine Preiserhöhung von über 10% ohne einen erkennbaren Grund sollte doch zumindest in irgendeiner Art und Weise. Man muss ja gar nicht ins Detail gehen, aber man kann doch wenigstens sagen, hört mal zu, so und so, da ist das. Oder wir planen irgendwas, was uns als Verbraucher, was uns als Konsument von diesem Produkt, das sind wir im Endeffekt, wir sind Besucher des Parks, sind wir Konsumenten. Der Phantasialand ist das Produkt und wir sind die Konsumenten, die das Produkt konsumieren. Und diesen Konsumenten sollte man, meiner Meinung nach zumindest irgendeinen Anhaltspunkt geben, warum man auf einmal 5,50 € über 10% mehr verlangt als vorher. Ich meine, ein kleines Gegenbeispiel, der Europapark hat dieses Jahr auch eine neue Achterbahn gebaut. Und der verlangt auch keine 10% mehr. Im Europapark zahlt man diese Saison, entweder 41 € oder 42 €. Bin mir ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher. Das ist immer noch 3 € weniger als im Phantasialand. Und ich weiß nicht, man hat irgendwie dreimal so viele Attraktionen oder so. Aber gut. Das Thema ist gegessen, soll jeder selber entscheiden, ob man da hin will. Was man dazu sagen muss, fairerweise, es gibt die Aktion zweimal Besuch. Wenn man im April hingeht, zahlt man den vollen Eintritt und bekommt Preis und bekommt, kann sich dafür aber im Park für eine Freikarte für die restliche Sommersaison abholen. Das heißt, man zahlt im Prinzip nur die Hälfte, wenn man dann das zweite Mal hingeht. Und was auch einzigartig ist in Deutschland, muss man einfach dazu sagen, ist, dass man an seinem Geburtstag freien Eintritt hat. Das heißt, wenn man während der Sommersaison Geburtstag hat und geht im April ins Phantasialand, zahlt man im Prinzip für 3 Besuche nur 15 € jeweils. Das ist natürlich voll okay. Und wenn man nur die Hälfte zahlt, dann ist es auch okay. Aber es gibt so viele Menschen, die da nicht dran denken, die da nicht sich so drüber informieren, wie vielleicht wir Achterbahnfreaks es tun, die was weiß ich was, die dann im April zufälligerweise dastehen, sich die Karte kaufen und dann eben nicht die Freikarte holen, weil sie es nicht wissen oder weil sie es nicht sehen oder weil sie es nicht wissen wollen, was weiß denn ich. Und dem gegenüber finde ich es so eine Erklärung eingeschränkt.
Aber genug drüber aufgeregt. Fallen euch irgendwelche Gründe ein, warum das Fatalitätenrate so drastisch erhöhen könnte? Und wie seht ihr das? Seht ihr das Ganze? Findet ihr das okay? Findet ihr, sagt ihr, okay, gut. Sie müssen es uns nicht sagen, wir gehen trotzdem, was ich was. Eure Meinung schreibt mir lieber bitte in die Kommentare, weil das würde mich echt interessieren, was ihr von dieser Preiserhöhung haltet. Besucher des Heideparks, die 2014 an der Jahreskarte interessiert sind, haben ab diesem Jahr drei Möglichkeiten, sich eine Jahreskarte zu kaufen. Zum einen haben wir die reguläre Heidepark-Jahreskarte. Die kostet, wenn ich mich recht erinnere, 69 Euro, hat beliebig oft freien Eintritt im Heidepark. Dann gibt es die sogenannte Merlin-Jahreskarte, die ist neu. Dort hat man für 85 Euro pro Person 12 Monate lang freien Eintritt in alle deutschen Merlin-Attraktionen. Das betrifft den Heidepark, das betrifft das Legoland Günzburg, das betrifft 8 Sea Life Aquarien innerhalb von Deutschland, einen Sea Life Abenteuerpark in Deutschland, die jeweiligen Dungeons in Hamburg und Berlin und 2 Legoland Discovery Center, einmal in Berlin und einmal in Oberhausen. Und natürlich das Madame Tussauds, Wachsmuseum in Berlin, darf ich nicht vergessen. Was man davon halten soll, also es sind natürlich sehr viele Attraktionen, sie sind auch über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, dieser Merlin-Jahrespass ist aus meiner Meinung nach eigentlich nur dann sinnvoll für Leute, die auch wirklich in Deutschland rumkommen. Weil so der Otto-Normalverbraucher, der fährt dann halt nett von Hannover aus, keine Ahnung, Soltau, wir haben Berlin, Oberhausen, Günzburg, das ist südlicher als wir jetzt sind, das sind von da oben 8-9 Stunden Autofahrt. Wir haben Berlin, da geht es dann weiter ins Osten rüber, wir haben Oberhausen, da geht es nach Westen rüber. Wir haben eigentlich, es ist über ganz Deutschland verteilt, man muss halt sich angucken, ob man denn so weit in Deutschland rumkommt, dass sich diese zusätzlichen Euronen für einen lohnen. Des Weiteren, was eigentlich bei der Merlin-Jahreskarte auch letztes Mal einzigartig ist, sie gilt nicht für die Attraktionen in anderen Ländern. Dafür braucht man dann wiederum die Merlin-Jahreskarte Premium. Für diese Merlin-Jahreskarte Premium bekommt man für 109 Euro. Und man hat dabei die kompletten 12 Monate unbegrenzt freien Eintritt im Legoland Billund. Das ist in Dänemark oben. Und einmal freien Eintritt im Gardaland. Und außerdem je einmal 50% Ermäßigung auf alle englischen Attraktionen. So. Und hier kommt es zu meinem Problem an dem Ganzen. Ich persönlich, gut, vielleicht bin ich verwöhnt. Das kann natürlich sein. Aber ich kenne von der Holiday Park Jahreskarte damals, also was ist damals, heißt zu Plopsa gehört, hat man automatisch freien Eintritt in alle Plopsa Parks. Egal wo sie sind. Egal ob die in den Niederlanden sind und egal ob die in Belgien sind, egal ob die in Deutschland sind. Und wenn ich mich da jetzt recht entsinne, in den USA drüben, wenn man sich da eine Six Flags Jahreskarte kauft, dann bekommt man da auch freien Eintritt in alle Six Flags Parks. Egal, ob man jetzt in Magic Mountain die gekauft hat und in Great Adventure, ob die an die Ostküste rüber will oder andersrum, oder ob man in Six Flags Over Texas in Six Flags Fiesta Texas will, das ist egal. Und von daher finde ich das schon ein bisschen frech, wenn man sich in England drüber eine Jahreskarte kauft, eine Berlin-Jahreskarte, kann man nicht aufs Festland rüber und wenn man sich auf dem Festland eine kauft, kann man nicht auf die Insel rüber. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen frech, weil, ich weiß auch nicht, die ist jetzt auch nicht so billig, so günstig die Jahreskarte, diese Premium-Jahreskarte, und dafür, dass ich dann ins Legoland Billund und einmal ins Gardaland gehen darf, und ansonsten zahle ich trotzdem noch, keine Ahnung, auf den, vor allem die 50% England-Rabatte, die gehen auf den Originalpreis, nicht auf den Online-Preis. Das heißt, man zahlt mit Hilfe dieser Jahreskarten etwa so viel, wie man online bezahlt, oder nur 25% weniger. Wenn man sich eine Karte online kauft, zum Beispiel in Oldentaus, das haben wir im Podcast besprochen, zahlt man 25% weniger, als wenn man die sich am Tor kauft. Jetzt gibt es hier 50% auf das am Tor, das heißt, man ist nur noch 25% weniger als das online. Das heißt, das lohnt sich wieder und vorne nicht. Aber gut, ich bin gespannt, wie die Karte ankommt, ob die Karte sich verkauft, ob vielleicht sehe ich das auch nur zu eng, vielleicht bin ich ja auch verwöhnt mit dem Holiday Park Jahreskarte. Ja. Kann ja sein. Lasst mich das mal wissen. Das würde mich echt interessieren. Würdet ihr euch so eine Jahreskarte kaufen, wenn ihr zum Beispiel rumkommt oder sowas? Ich weiß ja nicht, wie weit ihr rumkommt. Würde sich sowas für euch lohnen oder würde sich sowas für euch nicht lohnen? Sagt mir das mal bitte. Bleiben wir im Heidepark. Zumindest noch ganz kurz. Wie ihr wisst, macht dort dieses Jahr der Flug der Dämonen auf. Das ist der neue B&M Wing Coaster, den die Guten sich in den Park gesetzt haben.
Und dieser Wing Coaster ist, heißt Flug der Dämonen, wie ich gerade eben gesagt habe. Ich wiederhole mich auch gar nicht. Und jetzt haben sie ein paar Hotelzimmer im Hotel Port Royal, das ist ein Hotel, parkeigenes Hotel, umgestaltet zu Dämonenhotel. Das zeige ich da gerade mal ein Bild, das fliegt jetzt hier irgendwo in der Gegend rum. So werden die Zimmer dann aussehen. Also das Bild, was ich da jetzt gesehen habe, sieht extrem gut aus, finde ich. Also das da, also gefällt mir zumindest extrem gut. Kosten soll der ganze Spaß. Nur 89 Euro pro Nacht, allerdings inklusive Parkeintritt. Das ist jetzt, es ist schon Geld, aber ich finde im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel in den Europa-Park-Hotels zahlt, ist es wiederum okay. Muss man sich überlegen, ob man das braucht oder nicht. Ich habe vergessen, dass wir nochmal in den Heidepark müssen und ich könnte eigentlich schon wieder ausrasten, aber gut. Mein persönliches Lieblingsthema im Freizeitpark sind sogenannte Expresspässe. Pässe für Menschen, die es entweder eilig haben oder gut besucht sind, um schnell in irgendwelche Achterbahnen reinzukommen und dabei die Queue zu überspringen. Das Ganze wird im Heidepark jetzt auch eingeführt. Allerdings, ich glaube, das haben wir auch schon im Podcast kurz gesprochen, allerdings als mehrere Klassen gedöns. Die billigste Variante dieses Expresspasses, die kostet 10 Euro pro Person und ist es eigentlich nicht wirklich wert. Also man hat auch, ich glaube, auf 5 kleinen Attraktionen darf man einmal, kann man ihn jeweils einmal benutzen. Das heißt, man hat insgesamt 5 Fahrten für diese 10 Euro. Und man steht aber trotzdem dafür an, sozusagen. Das ist halt, dann läuft es quasi über Disney, man geht hin. Mit dem Butler kriegt gesagt, okay, hör mal zu, die Queue ist momentan 30 Minuten lang, kommt in 30 Minuten wieder. Und das heißt, man spart nicht wirklich Wartezeit, man kann sich aber während den 30 Minuten natürlich im Park frei bewegen. Das spart in dem Sinne dann vielleicht noch ein bisschen was, aber nicht wirklich. So, dann wird das Ganze gesteigert, immer teurer, immer größere Attraktionen, immer bessere Attraktionen, bis man dann bei 75 Euro pro Person angelangt ist. Für diese 75 Euro pro Person bekommt man unbegrenzt viele Fahrten auf allen Expressbutler-fähigen Attraktionen. Das betrifft alle Achterbahnen, sprich, ich zähle jetzt nicht, aber da vergesse ich alle, da schlagen mich wieder alle. Also alle Achterbahnen plus Scream, also mit Gyro Drop Tower und die Madagaskar Show. Und die sparen 90% Wartezeit. Das heißt, wenn man dann gesagt bekommt, okay, mal zu, 30 Minuten sind Wartezeit, warte ich noch 10%, dann sind noch 3 Minuten, dann kommen dann 3 Minuten wieder. So in etwa. Aber 75 Euro für so einen scheiß Expresspass, ich meine, für die 75 Euro, die ich an diesem einen Tag ausgebe, um Achterbahn fahren zu können, auf gut Deutsch, kann ich mir eine Jahreskarte kaufen. Und beliebig oft den Park besuchen. Und da finde ich, also 75 Euro, das ist schon extrem viel Holz. Ich weiß nicht, wer sich sowas kaufen würde. Ich würde mir sowas nicht mal kaufen, weil ich es geschenkt bekomme. Aber gut, ich meine, wenn die Preise so sind, dann muss es ja wohl oder übel irgendjemand kaufen. Aber das interessiert mich auch mal, wie da die weitere Entwicklung ist, ob das Ganze sich negativ oder mehr positiv entwickelt, das sehen wir dann. Aber jetzt genug aus dem Heidepark zum nächsten Thema. Seit einigen Jahren findet im Moviepark in Bottrop jährlich der XXL Tuber Day statt und auch 2014 geht der wieder an den Start. Die ganze Sinn der Aktion ist, dass einige sehr bekannte YouTuber kommen und man kann dort dann eben barrierefrei und mit denen quatschen und mit denen einfach den Tag im Park verbringen. Das hat bis jetzt immer extrem viel Anklang gefunden, es war immer extrem viel los. Und ja, und dieses Jahr wird der XXL Tuber Day am 10. Mai 2014, wie schon gesagt, im Movie Park Germany stattfinden. Die Kosten sind entweder, wenn man einen Coupon hat, 22,50 Euro oder wenn man das Ganze im Online-Shop mit dem Aktionscode XXL Tuber Day kauft, 20,50 Euro. XXL Tuber Day klein und zusammengeschrieben, also einfach XXL TUBERDAY. Das Ganze ist ein Tick teurer geworden, es werden nämlich ab jetzt 50 Cent pro Einkauf, diese 50 Cent, die hinten dran sind, werden gespendet. Ich habe es allerdings vergessen, erwähnen. Könnt ihr aber nachlesen. Ist im Endeffekt immer noch 12 Euro günstiger als eine normale Eintrittskarte und außerdem kann man sich im Park mit der 2-in-1 Aktion eine kostenlose Karte für den Folgetag kaufen. Das heißt, ihr kommt im Prinzip für 20,50 Euro 2 Tage in den Moviepark.
wer immer das möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht so eine lange Anfahrt hätte, würde ich da tatsächlich hingehen, mir den Park einfach mal in Ruhe angucken. Ich meine, ich muss jetzt nicht bei der Bandscheibe zerschießen auf Bandit, ich kann mir den Park ja auch so angucken. Und für 20,50 Euro finde ich das ein extrem fairer Preis. Wie sieht das bei euch aus? Wer von euch geht hin? Ich weiß von einigen von euch oder von einem von euch, dass sie da letztes Jahr hin wollten und glaube ich dann nicht waren, weil sie mit uns im Vorrat waren oder so. Egal. Geht ihr hin, geht ihr nicht hin? Habt ihr Lust auf sowas? Habt ihr keine Lust auf sowas? Wie gesagt, ob ich hingehe, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Lust hätte ich. Aber ich muss A, wahrscheinlich arbeiten und B, müsste ich dann alleine hochfahren, weil Stefan studiert und ich glaube ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir da dabei sind. Oder vielleicht nächstes Jahr, wer weiß. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Wie ihr seht, ich bin jetzt nicht mehr unten in der Hütte, ich bin in meinem Zimmer oben. Ich habe noch mehr aufgenommen, aber weil das Ganze letztendlich zu lang geworden ist, wenn ich das jetzt noch hinten dran gekriegt hätte, hätten wir ein 30-Minuten-Video gemacht. Und das kommt dann nächste Woche. Das ist dann nicht böse. Allerdings wird es dann nächste Woche als Special kommen. Falls also nächste Woche irgendwelche interessanten Themen sein sollten, müssen wir mal gucken. Dann wird es vielleicht sogar zwei Videos. Aber ansonsten, ich habe schon gesagt, der zweite, also der nächste Teil dann nächste Woche. Da wird es übrigens darum gehen, wie man denn bei einem so teuren Hobby wie dem Achterbahnfahren und das Freizeitpark besuchen Geld sparen kann. Wir behandeln da einfach grundsätzliche Regeln im Geld sparen, im Freizeitpark besucht und also jetzt im Sinne von Eintritt sparen, nicht im Sinne von da drin bloß kein Essen kaufen, sondern im Sinne von wie spare ich eigentlich, kann ich mir den Eintritt sparen, wie kann ich denn Touren planen, wie, auf was muss ich achten, damit auch ich mir von meinem Taschengeld irgendwann mal vielleicht eine kleine Achterbahntour leisten kann. Darum wird es nächste Woche gehen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten, seid ihr mal knallhart. Kommentiert, was euch nicht gefallen hat. Kommentiert vor allem, was ich euch vorhin alles gefragt habe. Das sind nämlich wirklich Sachen, die mich sehr interessieren, wie das denn eigentlich bei anderen Menschen ankommt, die jetzt nicht ich bin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.